Tja, anscheinend sitze ich hier für immer fest. Verdammte Fanatiker. Wegen einer einzigen Taschenlampe sind die durchgesetzt. Jagen mich selbst. So, moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und wir spielen Metro. Ich habe aus Versehen das Radio wieder angeklickt und ich weiß gerade absolut nicht, wo wir hin müssen. Achtung. Hier lang war das, ne? Wir sind hier, wollten ja da lang, sind zurückgerannt, weil da so große Viecher waren. Wir müssen uns eigentlich heilen, aber vielleicht schaffen wir das auch ohne Heilung zurück. Oder auch nicht. Scheiße, haben wir noch. Scheiße. Okay, dann hat's zerlegt. Scheiße. Scheißendreck. Ach du, hier sind überall diese Krebse. Mama! Das Eiswasser. Haben wir uns fortbewegt? Ach, wir können nicht schwimmen oder was? Aber vielleicht kommen wir über den Laster hier. Laster sei schon. Ja, über die Waggons rüber. Ne, weil aktuell sollten wir ja zurück. Gehen wir um. Ja, sieht gut aus. Läuft. Genau, wir hatten ja hier unser Brötchen. Ich habe jetzt auch ein, zwei Tage nicht gespielt. Scheiße Arbeit, sage ich dann nur. Wo sind da Freunde? Hi. Artyom, hilf uns mal. Der Alte lässt Katja und Nastja nicht mitkommen, obwohl Katja uns sogar gesagt hat, wo wir einen Passagierwaggon in gutem Zustand finden können. Na, kümmern wir uns drum. Wir müssen jetzt wohl zurück. Und wo wollt ihr hin? Diese Fanatiker würden euch fressen. Naja, vielleicht haben sie... Ich weiß nicht. Was ist das denn gerade, ey? Ich meine, klar, es geht nicht nur um den Platz. Wir müssen uns auch an der Brücke durchkämpfen. Und selbst danach wissen wir nicht, welche Gefahren noch vor uns liegen. Aber trotzdem. Und ich habe ihm gesagt, dass ich helfen kann. Ich bin Krankenschwester. Ich habe ihm auch von der Brücke erzählt und dass sie abgesenkt werden kann. Ja, ich habe ihm sogar von diesem Waggon im Zugdepot erzählt. Hm. Wir sind damit hierher gekommen. Er ist sehr gut und wir haben ihn für eine lange Fahrt ausgestattet. Onkel Artyom, bitte lass uns mitkommen. Ich bin noch ganz lieb. Ich helfe, wo ich kann. Oh ja. Da fällt mir schon was ein. Hör auf, Onkel Artyom zu nerven. Guck mal, kleines Mädchen. Wir haben hier ein paar Kaninchen, die müssen gehäutet werden. Ja, genau du. Ja. Wow, Onkel Artyom ist wichtiger als dieser unheimliche Kommandant mit den Metallbeinen. Ach, Süße, das kannst du nicht sagen. Tja, Onkel Miller ist hier zwar der Boss, aber er hört auf das, was Artyom sagt. Mhm. Ist doch so, oder Artyom? Ja, das ist so. Ich wollte den Waggon selbst holen, aber keine Chance. Posten verlassen, Feind, Kriegsgericht. Du kennst das Spielchen. Also liegt es jetzt an dir und Anna, ihn zu überzeugen. Bringt ihr uns von hier weg? Bitte. Natürlich tun wir das. Keine Sorge. Gut. Haben wir das geklärt? Ja, genau. Diese Kaninchen. Ich bringe dir mal gleich eine Hackebeil und dann, ja. Ich versuche mal noch ein scharfes Messer zu finden zum Häuten.
ne? Aber nur einen, nicht alle drei. Wir müssen ja ein bisschen sparsam sein. So, wie komme ich jetzt in den Waggon? Hier ist die Wache, die quatschen mich gleich nur wieder voll. Ja, weg hier, weg, 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 weg. Hier rein war das, genau. Hi, Artyom. Hi. Also gut, willkommen im Team. Na, was macht der Ofen? Ich werde dich nicht enttäuschen. Gut, blockieren wir den Weg. Auch okay. Artyom, komm mal hier hoch. Mach mal Licht an, siehst du mehr. Ja, Miller, ich komm ja schon. Hey, Artyom, siehst du, wie alles läuft? Läuft. Nimm Platz. Ja, gerne. Schöner Stuhl. Hör mal, wir haben eine Gelegenheit, die Brücke ohne Angriff zu überqueren. Es kommt ein Händlerkonvoi den Fluss hoch und die Brückenbewohner machen mit ihnen Geschäfte. Also werden wir als Händler verkleidet die Brücke infiltrieren und sie herunterlassen. Katja sagt, dass sie noch funktioniert. Wenn wir uns beeilen, können sie uns nicht aufhalten. Sollten sie es versuchen, werden wir die Brücke trotzdem überqueren. Egal, was diese Fanatiker denken. Sie wollen Blut? Können sie haben. Ja. Also müssen wir jetzt nur noch auf das Händlerboot warten. Herr Oberst, wir können sie hier nicht zurücklassen. Sie werden lebendig aufgefressen. Stefan, hast du jemals deinen Kopf benutzt? Weißt du, wohin wir fahren? Was uns auf dem Weg dorthin begegnen wird? Wo, bitteschön, sollen sie in der Aurora schlafen? Auf den Kohlekisten? Wir Spartaner kommen damit klar. Aber für eine Frau mit einer 6-jährigen Tochter ist das inakzeptabel. Ich gebe Ihnen meine Matratze und ziehe in den Heizraum. Dann schläfst du beim nächsten Wachdienst ein und kriegst die Kehle aufgeschlitzt, weil du unausgeschlafen bist. Trotzdem weiß ich, dass wir sie nicht zurücklassen können. Anna, sag mal was. Können wir doch einfach diesen Waggon holen, von dem Katja uns erzählt hat, oder? Wir können das Kind nicht hier lassen. Und wie lange sollen wir abwechselnd schlafen? Geht das schon wieder los? Wie? Wie sollen wir diesen Waggon holen? Ich werde die Aurora nicht dorthin fahren. Das brauchst du auch nicht. Ich habe im Terminal eine Motordraisine versteckt. Die kann ein Waggon ohne Probleme ziehen. Artyom und ich können sie holen und damit den Waggon hierher bringen. Gute Idee, Chris oder Chris. Ich lasse dich auf keinen Fall gehen. Zu zweit können wir die Reparatur bis zum Morgen abschließen. Aber alleine schaffe ich das nicht. Ach, alter Mann, du schaffst das unten. Okay, okay, dann macht es so. Ich will ja kein Unmensch sein. Wir holen diesen Waggon und wir nehmen die Zivilisten mit. Artyom, kümmerst du dich darum? Jawohl. Hör zu, Artyom. Wenn der Konvoi in Sicht ist, lässt du alles liegen und eilst zum Hafen. Das ist unsere beste Gelegenheit, die Brücke zu überqueren. Hm. Danke, Papa. Katja und Nastja werden so dankbar sein. Hier, Artyom, das ist ein Trennschalter für die Motordraisine. Ohne den fährt sie nicht. Sie ist ein echtes Schätzchen, das steht fest wie das Amen in der Kirche. Sind zur Hölle und zurückgefahren, sie und ich. Wir haben so viele Sachen gezogen. Sie hat mich so oft aus dem Schlamassel geholt. Da du zum Terminal gehen wirst, hör mir gut zu, Artyom. Es ist ganz schön weit bis dorthin, aber wenn du nachts gehst, ist die Gefahr geringer, auf Banditen zu stoßen. Während es dunkel ist, bleiben sie in ihren Lagern. Aber es wird trotzdem nicht leicht, da dann mehr Tiere unterwegs sind. Na, und toll. Außerdem gibt es Elektroanomalien. Die Fanatiker nennen sie Dämonen der Elektrizität. Also solltest du deine Möglichkeiten abwägen, bevor du aufbrichst. Artyom. Ja. Duke ist in dieser Gegend im Einsatz. Er behält die Brücke im Auge. Der Empfang ist dort schlecht. Wir kriegen nur Rauschen von ihm. Wie auch immer. Wenn du ihn triffst, dann berichte ihm von der aktuellen Situation am Terminal. Ich wette, du hast dich mit Anna und Stepan verschworen. Hey, die beiden liegen mir ebenso am Herzen wie dir, aber wir wissen nicht, ob das, was vor uns liegt, besser ist als die Fanatiker. Tja, wir werden es wohl abwarten müssen. Mhm. Ja, ne, mach ich. Läuft. Kein Problem, Miller und Karek oder Kreck oder so. Läuft. Gut, wie du den Alten überzeugt hast. Weiß ich doch. Sieh mal, was ich hier aufgebaut habe, Artyom. Endlich habe ich alles so, wie ich es wollte. Eine ordentliche Werkbank mit Stauraum für all meine Werkzeuge und mehr. Hier kannst du deine Waffen reinigen und Munition für sie herstellen. Genau wie an jeder anderen Werkbank, die du findest. Mein Waffenregal ist jedoch nur hier auf der Aurora verfügbar.
Von allen Waffen, die du findest, bewahre ich Musterexemplare auf. Du kannst sie jederzeit auswechseln. Immer im Bestzustand. Geölt und glänzend wie neu. Das ist nicht schlecht. Dann musst du allerdings wieder alle Ergänzungen anbauen. Über kurz oder lang mache ich aus euch allen noch kompetente Waffenschmiede. Ja, schauen wir mal. Ich habe etwas für dein Tier. Du kannst es an der Werkbank montieren. Tja, ich möchte dich nicht länger aufhalten. Danke. Filter bräuchten wir, ne? Machen wir einmal eine Portion Filter. Was können wir hier verbessern? Ach, die müssen wir sauber machen. Bessere Druckluft hier oder was? Super. Ach, da ist so ein... Nee. Bessere Rohre sind das. Kürzere, direktere Wege hier so, ne? Jo, nehmen wir. Die kleine Hilfsmagazin kann bis zu 9 Kugeln. Und was will der hier? 18 oder 6 Hülsen aufnehmen. 3 Hülsen. Was sind denn Hülsen? Aber natürlich montieren wir das Magazin rein. Bringt weniger Stabilität, aber wir machen es einfach mal. So, was haben wir da? Verstehe ich nicht. Primitive Druckluft, ja. Achso, ohne Veränderung wahrscheinlich. Gasmaske reparieren, Schutzmaske reparieren. Repariere deine Atemschutzmaske unterwegs mit allem, was du gerade findest. Ja gut, dann reparieren wir die mal. Das ist auch noch okay. Das haben wir auch. Ach komm, machen wir nochmal einen Filter. Munition. Oh, ein Messer auf jeden Fall. Ich liebe diese Messer, die sind super. So, dann haben wir noch was. Normale Kugeln, Schrot. Revolver-Munition könnte ich gebrauchen. Kann ich die selber herstellen? Was kosten die? 12 und 6 davon. 2 Ladungen und davon reicht noch 1, 2, 3. So! Achso, muss ich noch irgendwie Waffen reinigen? Die hier auf jeden Fall. Ach, das kostet diese Wissenschaftsflasche oder so. Ist jetzt leer, Waffe gereinigt. Super. Sieht aus wie neu. So, oh, es wurde dunkel, ja? Anna, danke, dass du und Artyom uns helft. Ich weiß gar nicht, was ohne euch aus uns geworden wäre. Dieser Ort ist verflucht und sie lernt es auch. Hm? Danke uns nicht, bevor nicht alles geregelt ist. Es hängt jetzt alles von Artyom ab, also wünsche ihm Glück. Läuft. Natürlich. Gott segne dich, Artyom. Nee. Und dich, Stepan. Danke. Ja. Nicht der Rede wert. So, dann... Ja. Hast du einen Einsatz? Ja, kleines Mädchen. Ich wollte nur fragen, da wo die großen Tanks sind, wenn du meinen Teddybären dort findest, nur für den Fall, könntest du ihn mir mitbringen? Aber nur, wenn du ein Kaninchen schlachtest. Ein Dämon hat ihn weggenommen. Der konnte fliegen. War ganz unheimlich. Die leben da. Er hat Teddy zu seinen Kindern gebracht. Teddy fehlt mir so sehr. Oh. Ich wollte ihn besuchen gehen, aber Mama ließ mich nicht, weil es da nämlich auch elektrische Dämonen gibt. Hm. Das ist wahr. Die kommen nachts raus und dann leuchten sie. So schön. Ja, danke. Und unheimlich. Ein bisschen. Ein bisschen. Kann ich jetzt? Gut, danke. Haut rein, ne? Wir sehen uns. Läuft. Mann, oh Mann, jetzt haben wir ganz schön viele Aufgaben gekriegt.
Ah, unten ist das Handy angezeigt? Mir nicht. Ich würde sagen, wir gehen zum Teddy. Muss nicht da lang? Hä? Kommen wir auf der anderen Seite vorbei. Ah, komm mal. Artyom, nein! Zum Terminal? Ja. Es könnte sein, dass du dort auf Duke triffst. Ich weiß. Er hat dort in einem Waggon bei der Brücke einen Beobachtungsposten eingerichtet. Ja. Bitte ihn um einen Lagebericht, bevor du reingehst. Jawohl. Eine Sache noch. Ja, Idiot. Der Turm zur Rechten. Siehst du den? Da ist irgendwer. Okay. Ich denke, es sind die Banditen. Bitte. Die beobachten uns. Jo. Wir haben da jemanden Gitarre spielen hören. Aber das war eine Vollkatastrophe. Hm. Stepan wollte ihnen das Instrument schon wegnehmen. So sehr haben sie die Melodie verhackstückt. Okay. Wie wäre es, wenn du die Gitarre befreist? Mach einen alten Freund glücklich. Stepan ist ein Zauberer auf der Sechsseitigen. Er spielt total coole Rockmusik. Okay. Viel Glück, Artyom. Haut rein, Männer. Haltet die Stellung. So, denke immer daran. Dein Spiel... ja, komm. Schnell speichern. Zack. Haben wir irgendwas mit Scope? Hier hat noch ein Fernglas, ne? Ah, Fernglas. Kann ich da nicht näher ranzoomen? Das ist bestimmt so ein... Was ist denn da? Vogel oder ein Affe? Jetzt ist eins von diesen Robdingern da. Ich weiß den Namen nicht mehr, wie die heißen. Schattenwesen. Also, ich laufe lieber am Tag, weil nachts... Ich finde immer, die Menschen sind einfache Gegner, als die wegzustecken. Weiter sprinten zu können. Ah. Haben wir weitere Hinweise? Rechts ist die Gitarre. Ah, ich fähr erstmal zu dem Waggon da. Ah, wenn man die Waffe wegsteckt, ist man wirklich schneller. Sind auch schon Leute. Müssen wir alles durchsuchen? Drei auf jeden Fall. Radioaktivität sieht auch noch okay aus. Oh, da hat es nicht wieder aus dem Zug geschafft. Was für eine Maske? Maske. Ist das eine Falle? Ja, krass. Oh, haben wir jetzt mehrere Granaten gefunden oder was? Jetzt hat sich jemand auf jeden Fall gut versteckt. Artyom, Miller hier. Ich schicke jetzt die Koordinaten von Duke. Von dort behält er die Brücke im Auge. Triff dich mit ihm, er wird dich über die aktuelle Lage im Terminal informieren. Miller, Ende und aus. Ja, ich will aber jetzt nicht zu dem.
Anders kommen wir auch nicht mehr raus, ne? Ich mach mal die Lampe wieder aus. Bisschen Energie sparen. Zwei Leute. Überlege, wie ich sie wegkriege. Einfach draufballern oder irgendwie anschleichen. Sieht doch gar nicht, ob sie gut sind oder nicht, ne? Ich schieße jetzt einfach mal. Oh. Oh. Alter, treffen die gut. Ah ja, ich habe vergessen, wir spielen ja nicht auf Kinder-Mädchen-Stufe, sondern auf Hardcore. Aber nicht Ranger Hardcore. Ranger Hardcore war zu Hardcore. Scheiße, ey. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Spiel... Ich glaube, das Spiel speichert automatisch, ne? Nein, tut's nicht so ganz. Oder? Hä? Ah, ich glaube ja, die Fallen sind weg, also ich konnte gerade nur das Ding eigentlich aufheben. Hm. Ah, warte mal. Ich gehe da jetzt. Ich will die jetzt töten. Oh. Was war das? Oh, kann man die Maske abnehmen? Scheiße, jetzt habe ich die Maske da. Kriegen wir sie weg. Na, da oben ist schon wieder so ein von diesen Wolfviecher, die ich absolut nicht mag. Könnte man die nennen? Werwölfe sind es eigentlich nicht. Diese Zahnräder da sehen auch cool aus. Bandit, eindeutig. Der war gut. Aber was ist eigentlich ein Fischmann? Ach, die sind ein Kult wie. Du weißt doch, dass unsere Brücken heilig keinen Kettfisch essen? Warum eigentlich nicht? Na, das wäre wie. Du kennst doch diesen verdammt großen Kettfisch. Oh, laber nicht. Geht mal wieder ins Haus. Den stirbt, wird er an den Kettfisch verfüttert, der ihn in den Himmel bringt oder so. Ja. Wenn sie also den Fisch essen, wirklich klasse, dann kann er in den Himmel. Wow, das war übel. Ich kannte, wer mich von hinten beobachtet. Naja, sie scheinen nur ein Kult zu sein. Aber ihr Boss hat Eier aus Stahl, dass er sich so nah an den Monster sind das vier? Ach, echt heftig. Total. Total. Anlabern den Scheiß. Ist doch gar nicht so übel hier. Ganz gut eigentlich. Ah, wenn ich nur etwas Fusel hätte. Ja, das wäre das Steinhäubchen. Ich könnte jetzt keinen Jolt gebrauchen. Aber dann greifen ihn
der Scheißkerl! Was ist das, Alter? Ey, 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 ey! Leute, wir kriegen mächtig auf den Arsch! Was das? Ich ergebe mich! Nur nicht schießen! Ich höre hinter uns was. Ja, sicher, Alter! Mann! Entschuldigung, hat mich gerade auch aufgeregt. Ah. Ich könnte an die ja vorbeilaufen, aber... Das war ja so eine schöne Idee. Wer hätte ich denn einen großen Boss im Nahkampf töten sollen oder so? Ich weiß es nicht. Ärgerlich, aber dass die sofort von dem Feuer angelockt werden, ist echt nervig. Versuch's jetzt mal im Nahkampf, dass wir den Boss wegkriegen. Wow, das war übel. Ich dachte, das wäre nur ein Kult, nichts Ernstes. Naja, geht doch. Ganz easy eigentlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Upsi dupsi. Habe ich jetzt die Waffe getauscht? Nein. Die will ich wieder haben. Ah, die hat eine schöne Helme. Hätte ich auch gerne. Rotflinte. Hat sich so gar nicht gelohnt, hä? Naja. Haben wir ein bisschen was mitgenommen. Ich habe eigentlich gehofft, dass hier irgendwie was Geileres ist. Ey, da habe ich mir einen abgebrochen mit diesen drei Typen. Aber wie gesagt, ich will ja nicht einfach nur die Story durchspielen, ich will ja auch einfach Spaß haben. Und ja. Durchrennen habe ich keine Lust. So, das war nicht der Waggon. Vielleicht oben auf der Brücke. Wir rennen nochmal hier lang. Wir müssen den Teddybären hier noch holen. Ah, da haben wir gerade hier echt Munition verballert. Das hört sich wieder nicht gut an. Oder vielleicht da hinten der? Ah, wir sind schon dran vorbei. Ein Schalldämpfer hätte ich gern als Scharfschützengewehr. Sind doch auch Banditen, oder? Da ist das Riesenvieh. Alter, das ist auch gigantisch. Fernglas. Ah. Linke Maustaste Zoom. Unten haben wir zwei. Einer ist gefangen. Zwei hatten wir auf dem Turm. Definitiv. Also ich glaube, diese Folge wird heißen Banditen auslöschen oder sowas. Banditen vernichten. Banditen eliminieren. Scheiße. Was sind diese Kapseln?
Ihr seht mich nicht, ich bin unsichtbar. Okay. Hab ich doch gesehen. Aua, aua, aua. 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 Scheiß Schweine. Geigerzähler. Oh, der spinnt hier aber echt. Was ist denn jetzt los? Komm. Hä? Das ist ein radioaktiver Sturm oder sowas? Ich renn mal zum Waggon zurück. Ich verstehe gerade nicht, was los ist. Hier geht's wieder zurück. Hä? Ist das jetzt nur da vorne gewesen? Ich habe mich doch gerade geheilt mit Q. Gerade ein Medipack genommen und schon wieder trotzdem tot. Was ist das denn da? Aha. Komisch, komisch. Ah, hier hat jemand ein Lagerfeuer quasi gemacht. Ja, dann nehmen wir noch einmal mit Helmholtz nochmal mit Q. Da hinten fressen die Viecher. Und die Sonne ist kurz vom Untergang. Ich hab keinen Bock auf die Viecher bei Nacht. Der Schweinehund. Ich bin ganz nett. Nämlich nicht Schweinehund. Lass los. Hallo? Spiel? Katze. Oh, Entschuldigung. Oh, Katze, Tastatur. Nicht gut. Die liegt hier so bei mir. Und die kam gerade mit ihrem Bein wo auf die Tastatur. Danke, Katze. Echt spannend. Jetzt müssen wir da hoch, ne? Jetzt wäre eine Schrot ganz geil. Ja. Okay, einen haben wir da erledigt. Greifen Viecher an oder was? Der nächste. Da ist der Scheißer. Schießen die Füße weg. Ha. Glaubt, das waren jetzt alle. Hilfe, ich bitte dich im Namen des Zarfischs. Binde mich los. Bitte. Nö, mal gucken. Oh, sieht doch fancy aus, der Typ. Mehr Ersatzteile. So, und... Nein! Um Gottes Willen. Mehr Ersatzteile.
Oh, hier könnte noch was drin sein, ne? Das hat mir echt wieder gut Munition gekostet. Ah, hier ist eine Art Safe-Room. Wo wir schlafen können wahrscheinlich. Nee, können wir nicht, schade. Ah, es geht noch höher. Ein Helm? Simon, die Brücke ist erledigt. Die Fanatiker haben sie übernommen. Ich war bereit, ihnen ein Viertel der Ladung zu geben, aber sie wollten nichts davon hören. Wollten, dass ich ihnen zuerst meinen Diesel überlasse. Und verdammt nochmal, ich werde den Flachwagen nicht 200 Kilometer weit mit einer verschissenen Draisine schieben. Wir stecken allerdings tief in den roten Zahlen. Daher schicke ich dir Serge mit dieser Nachricht. Verkauf den Diesel an die Brüder. Sie haben Bares dafür geboten. Und besorg die Fähre. Oder einen motorgetriebenen Kahn. Oder ein Schleppschiff. Hast du mich verstanden, Simon? Nicht falschen. Sobald die anderen von der Brücke hören, wird jedes Stück Scheiße, das schwimmen kann, sein Gewicht in Gold wert sein. Wenn wir schnell genug sind, kriegen wir das hin. Mach hin, Simon. Zeit ist Geld. Mhm. Geht ja noch höher. Das war's jetzt aber. Da hinten waren wir ja letztes Mal, ne? Genau, da könnten wir hinkommen. Da haben wir aber alles schon platt gemacht und durchsucht. So. Da ist ein Schiff. Da könnte man vielleicht hinkommen. Hat man das auf dem Plan? Ich glaube nicht, ne? Das müsste vielleicht der Waggon sein, wo unser Duke ist. Fahrzeug? Ich weiß nicht, ob es bei Fahrzeugen Loot gibt. Das Riesenvieh. Markiert der Punkt, wenn ich was gesehen habe? Da ist doch noch was hier. Einfach nur lange genug angucken. Fantastisch. Was ist da? Überfallenes Lager. Auch da. Von da kann man nämlich. Nämlich da rüberkommen. Super. Haben wir was? Guck an. Fragezeichen. Finde ich ja toll. Das finde ich ja so toll. Da kommst du ja gar nicht zu einer Mission. Ich will erstmal Mission Teddy machen. Teddy ist wichtig. Obwohl, das wird eine dunkle Mission. Teddy sollten wir nicht in der Dunkelheit machen. Vielleicht gehen wir erstmal zu Duke. Oh, mir fällt erstmal auf, das Video geht schon lang genug. Tja. Ich hoffe, ihr habt euer Spaß gehabt. Ich habe ein bisschen geflucht, tut mir leid. No. Ja. Ich finde das Spiel immer noch ganz toll und ja, ich bin mal gespannt, wie lange ich denn brauche, um es durchzuspielen. Ja, im Hardcore-Modus, denke ich mal, brauche ich da bestimmt ein, zwei Anläufe mehr, als wenn ich da mit normal, normale Schwierigkeit durchlaufe. Aber naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like und einen Kommentar da. Oder ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.